Ich mache Lehre als Fleischfachmann, weil es ein sehr vielseitiger Job ist mit verschiedenen Abteilungen. Und ich bin in einer Metzgerei aufgewachsen und schon früh als Kind habe ich schon geschafft. Und es war für mich schon früh klar, dass ich das später mal wieder mache. Meine Aufgaben sind Fleisch verkaufen und diverse Würste schinken. Dann das Fleisch zerlegen und verarbeiten in der Wursterei, das heisst Würste produzieren und verschiedene Schinken und andere Spezialitäten. Die verschiedenen Rezepte muss ich können von der Würst. Dann muss ich das Fleisch, die Herkunft kennen, dass ich das den Kunden erzählen kann. Und dann muss man einfach das Fachwissen muss gross sein, dass die Kunden alles fragen können und man immer eine Antwort bereit hat. Er ist sehr ein fleissiger Lehrling. Er ist immer sehr pünktlich am Morgen. Wir haben mit ihm grundsätzlich kein Problem. Er ist offen für neue Arbeiten. Die Arbeiten, die er erledigt, sind teils perfekt. Und teils nimmt er gerne Kritik an. Und die Maturaarbeit, die er noch macht, berufsbegleitend, ist auch etwas, was ihn auszeichnet, dass er einfach den Willen hat, zu uns zu beissen. Mir gefällt die Vielfältigkeit, denn der Kontakt mit den Kunden, denn das eben mit den Tieren finde ich eine spannende Geschichte. Auch Kochen mache ich sehr gerne. Und das muss man natürlich als Metzger auch gut können, dass man den Kunden auch gut beraten kann.